Dann sind wir jetzt bei der Produktion. Am Anfang wird Grieß und Wasser miteinander gemischt und ein Teig gebildet. Die Wanne bleibt das ganze Teig ungefähr 15 Minuten, bis das die richtige Konsistenz vorhanden ist. Im Rohr steht eine Schnecke, die das ganze Teig druckt und vorne durch die Matrize auspresst, nach der gewünschten Form. Verkleinert und werden nochmal beigemischt bei dem Teig. Eine Oberflächentrocknung, das heißt ungefähr 45 Minuten, kommen die Stäbe mit den teilgetrockneten Spaghetti auf den Kanal und werden automatisch mit dem Robot auf die Wagen verteilt. Wagen voll.
den Trocknungsprogramm starten. Der ist bis morgen gut gelaufen, das heißt ungefähr 20 Stunden bleiben die am Trocknen.